und herzlich willkommen zu Daniels Kramladen. Heute mit einem kleinen Quick-Tipp und zwar, wie man den Warnex Strukturlack einfach easy sprühen kann. Was man dazu braucht, ist eigentlich total einfach. Natürlich erstmal Warnex. Das ist jetzt in der Farbe Anthrazitgrau. Das ist so ein Pudding-ähnliches Zeug, kann man sagen. Lässt sich sehr gut rollen. Aber um den besten Effekt zu erzielen, sollte es gesprüht werden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich einen Kompressor. Den zeige ich euch hier. Das ist jetzt so ein Zeilenkompressor von Starkwerk. Ich verlinke euch natürlich die Sachen alle. Und wichtig ist aber nicht, dass es ein Zeilenkompressor ist, sondern dass der Druck, ich hoffe mal, das kann man sehen, auf 2 Bar eingestellt ist. Also das, was ich jetzt gleich mit der Pistole, mit der Saugbecherpistole rausnehme oder mit der Saugpistole rausnehme, das ist ein Arbeitsdruck von gerade mal 2 Bar. Mehr braucht es absolut nicht und das ist sogar kontraproduktiv. Was brauche ich noch? Natürlich ein bisschen persönliche Schutzausrüstung. Ja gut, die sind durch, aber ist egal. Die erfüllen noch einmal ihren Zweck. Und ich brauche eine Sprühpistole und das ist eine ganz einfache oder relativ einfache von BGS. Das ist für Unterbodenschutz, das sieht man. Normalerweise werden dann hier diese 1 Liter Kartuschen hier reingeschraubt. Da muss man nichts Wildes kaufen, keine Lackierpistole oder sonstiges. Das Ding kostet irgendwie 15 Euro. Wie gesagt, werde ich euch auch unten verlinken. Hier habe ich die Pistole angebaut. Ist ein bisschen, ja gut, ist nicht ganz dicht, aber ist ja egal. Wir arbeiten hier nur mit 2 Bar. Das ist halt diese Pistole, wurde auch schon mal benutzt. Und was wir noch brauchen, ist ein Eimer voll Wasser. Wieso, weshalb, warum? Das seht ihr gleich. So, fangen wir mal an. Ich habe mir hier so eine provisorische Lackierkabine aufgebaut. Das sind Aufnahmen für 10 cm Breitbänder für meinen Chrysler 300C. Die eine ist schon lackiert, das will ich jetzt aber euch noch nicht zeigen, das zeige ich euch gleich. Da muss noch ein bisschen nachkorrigiert werden. Und ja, das ist halt gespachtelt, geschliffen und grundiert und schon mal mit Schwarz vorbehandelt, damit es keine hellen Flecken gibt. Das heißt, falls ich tatsächlich was vergessen sollte, dann ist es schwarz, so wie hier. Okay. Ach ja, und natürlich ganz wichtig, die zu lackierenden Sachen müssen entfettet sein. Ist klar, also Silikonreiniger oder Isopropanol, was ihr da habt. Wichtig ist, dass kein Fett auf der Oberfläche ist und auch das verhindern die Einweghandschuhe. Ich habe hier noch einen kleinen Drehteller, wo ich das dann gleich beim Lackieren vernünftig drehen kann. Natürlich geht es auch ohne das Ding, aber es macht vieles einfacher. Und ich werde auch demnächst mal eine kleine Anleitung zeigen, wie man so einen Drehteller aus Resten für so gut wie gar kein Geld selber bauen kann. Das ist noch so ein gekaufter, aber da bin ich nicht mit zufrieden. Der ist auch eher schwergängig. Okay, ansonsten kann es auch schon losgehen. Wir machen die Dose Warnex auf. Ich habe das vorher schon aufgeschüttelt bzw. aufgerührt. Dann stecken wir das Ding hier rein. Und das war schon die ganze Vorbereitung. Und jetzt kann der Spaß losgehen. Das heißt, erstmal ein bisschen freisprühen. Das ist hier so ein alter Versandkarton von meiner Hebebühne. Das nutze ich mal als Lackierkabine. Und ja, auf geht's. So, Probesprühen ist immer sinnvoll, aber ihr seht schon, die Struktur ist schön, es funktioniert, Farbe kommt auch. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den unteren Bereich hier von den beiden einmal nochmal nachlackieren. Das war's schon. Zack. Eventuell ein bisschen mehr Abstand nehmen,
Das war schon fast zu dicht. Aber im Endeffekt, wenn ihr von unten macht, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, und dann kann man easy das Warnex auftragen. Ohne dass es da viele Maläschen gibt. Und das war es auch schon. Das heißt, es kommt noch mal eine Probedrehung. Einmal gucken, ob das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und man kann jetzt schon erkennen, eine wirklich schöne Struktur. Und so sieht es halt aus, wenn es fertig ist. Das ist schon angetrocknet. Also Warnex trocknet echt super schnell. Ich denke mal, Klarlack werde ich da nicht drauf machen. Das sieht so schon gut aus. Hier ist noch ein leicht dunkler Schatten. Ich glaube, da gehe ich dann doch noch mal drüber. Ja, einmal noch mal rüberziehen und das war's. So, und jetzt kommen wir zur Reinigung. Die ist eigentlich super simpel. Und zwar, als erstes mache ich das immer so, ich packe hier eine kleine Druckluftpistole dran und das, was ich an Warnex übrig habe, das puste ich vorsichtig zurück, nicht mit zu viel Druck, weil man muss ja nicht alles verschenken. So, das Rohr ist ja nicht frei, aber es ist alles raus. Jetzt schließe ich die Pistole wieder an, mache das grob ab, weil auch wenn das Zeug für die Deckkraft nicht teuer ist, aber man muss ja nichts verschenken. So, und jetzt kommt die Reinigung und das ist wirklich ein Kinderspiel. Wenn man die Sachen sofort reinigt bei Warnex, reicht einfach Wasser. Und zwar deswegen habe ich jetzt hier den Eimer hier reinstecken. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen... So, und jetzt brauche ich einfach sprühe ich so lange Wasser durch, bis das, was rauskommt, klar ist. Ab und zu mal stocken und so stoßweise machen. Man sieht, dann löst noch ein bisschen mehr. So, den wieder ran. Also das ist das Schöne bei dem Warnex. Ich hoffe mal, ihr versteht mich. Der Kompressor tankt gerade den oder macht gerade den Tank wieder voll. Aber man hört auch, es ist wirklich ein Silent-Kompressor. Also ich habe den Kauf nicht bereut. Und das Schöne am Warnex ist, es braucht keine großartige super-duper Spritzpistole wie beim Lackieren, sondern tatsächlich nur ja, eine einfache Dose zum Verarbeiten von Unterbodenschutz. Ja, und das war auch schon die Reinigung.